Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Heute wollen wir uns eine kleine Auszeit nehmen, denn wir wollen uns ein bisschen erholen, ein bisschen Spaß haben, die Welt abgehen lassen und ein bisschen gamblen. Und deshalb werden wir heute zum Gold Saucer gehen. Ich habe die Quest noch nicht gemacht, deshalb hat der betuchte Jüngling hier auch noch einen Questmark über uns. Aber er wird uns wahrscheinlich zum Gold Saucer führen. Der betuchte Jüngling lebt offensichtlich auf großem Fuß und scheint sein Glück bereitwillig mit anderen teilen zu wollen. Das klingt doch gut. Sei bloß vorsichtig mit den Sachen. Wenn du etwas zerbrichst, ziehe ich dir das von deinem nächsten Gehalt ab. Oh, hallo. Was mein treuer Diener da für mich trägt, fragst du? Nun, dabei handelt es sich um die von mir höchstpersönlich gewonnenen Preise aus der neu eröffneten Gold Saucer. Du hast noch nicht viel von dem Gold Saucer gehört? Bei den 12, meine Liebe, wo lebst du denn? Erfreue dich an den Anblick der majestätischen Vögel, die auf dem Pfister der Schokobo-Rennen entlangsausen. Beweise dein taktisches Geschick im Wettstreit gegen andere an den Triple-Triatischen. Im Golden Sousa kannst du das und noch vieles andere mehr erleben. Und wenn du dich dabei geschickt anstellst, wird aus dir auch noch eine wohlhabende Frau. Ein hervorragender Ort, um noch einen harten Arbeitstag ein wenig Dampf abzulassen. Und ob ich bereits, was? Und habe ich bereits die überaus reizenden Häschen erwähnt? Aber ich schweife ab vom Thema. Ja, du fragst dich sicherlich, wie in Tals Namen auch du endlich in den Genuss der zahlreichen Vergnügungsmöglichkeiten im Gold Saucer kommen kannst. Stimmt's oder habe ich recht? Ha, dachte ich mir. Nun, heute ist dein Glückstag, meine Liebe. Zufällig hatte ich gerade ein goldenes Luftticket in meinen Händen. Und angesichts meiner heutigen Gewinne bin ich durchaus in Geberlaune. Hier, das ist für dich. Zeige das Ticket einfach dem Mädel drüben am Luftschifflandeplatz vor. Und schon kann die Reise ins Vergnügen losgehen. Aber sei gewarnt, sollten wir uns mal an einen Triple-Triat-Tisch begegnen, werde ich nicht mehr so gönnerhaft sein. Tria Triple, das ist übrigens das Spiel, was damals in Final Fantasy 8 eingeführt wurde. Das ist eines der coolsten Minispiele, die es in Final Fantasy gab. Also im gesamten Final Fantasy-Universum. Und Schokoborennen. Ah, wie ich das in Final Fantasy 7 geliebt habe. Vielleicht kann man dann auch sein eigenes Schokobo züchten. Und selbst am Rennen teilnehmen. So, wo ist der Aufzug nochmal? Nee, der Aufzug ist nicht hier. Der Aufzug ist draußen. Hier ist der Aufzug irgendwo. Da ist der Aufzug, genau. Aufzugwächter, hier. Zum Landeplatz, ja. Werte Dame, ich habe hier ein goldenes Luftticket. Dies ist der Empfangsschalter für Flüge zum Mudderville Gold Saucer. Bevor du weitergehst, muss ich zunächst einmal einen Blick auf dein Ticket werfen. Du hast doch ein Ticket, oder? Hier, goldenes Ticket. Ja, das scheint in Ordnung zu sein. Das nächste Luftschiff legt in Kürze von hier ab. Soll ich einen Platz für dich reservieren? Ja. Ganz schön Schräglage heute. Ah, der Goldsoßer. Spannung, Spiel und Unterhaltung. Gibt's nur hier im Gold Saucer. Yeah. Aber lieber nicht so stark wie ich. Naja, vielleicht doch. Der sieht ja auch süß aus. Dann lasst mich mal an die Blackjack-Tische.
Und wehe, lass mich nicht gewinnen. Dann mache ich meinen eigenen Goldsauce auf. Mit Blackjack und Nutten. Der Goldsauce. Ich merke es. Mami braucht neue Schuhe. Abschließen. Goldsauce ist nun zugänglich. Juhu! Du hast 239 Chill erhalten. Ja. Gut. Darf ich? Madville Goldsauce, okay. Willkommen in Madville Goldsauce, der Ort, an dem deine wildesten Träume wahr werden können. Wenn du genug Madville Goldsauce Punkte, MGP, gewinnst, um sie dir erfüllen zu können. Am Hauptschalter im Foyer kannst du Jill gegen MGP eintauschen. Die Rate beträgt 10 zu 1 und die uldische Gesetzgebung verbietet es, den Goldsauce seinen Gästen mehr als 500 MGP im Wechsel gegen Jill auszuhändigen. MGP lassen sich nicht zurück in Jill umtauschen, können aber am Hauptschalter im Foyer gegen nützliche Gewinne eingelöst werden. Okay. Hallo Empfangschef. Der Empfangschef am Luftschiff-Landeplatz möchte sich herzlich im Goldsaucer willkommen heißen. Willkommen im Medieval Goldsaucer, wo eure wildesten Träume wahr werden. Auch solche, von denen ihr noch gar nicht wisst, dass ihr sie habt. Falls dies euer erster Besuch in diesem Etablissement sein sollte, wäre es uns ein Vergnügen, euch herumzuführen, damit euch alle keine der Attraktionen entgeht. Zum Abschluss des Rundganges erhaltet ihr zudem ein glattes Geschenk von unserem Olisterlin-Inhaber. Betrachtet es als persönliche Wertschätzung von Herrn Midderville für euren Besuch. Begebt euch bitte zum Rezeptionistin am Hauptschalter, um mit dem Rundgang zu beginnen. Im Namen der Belegschaft möchte ich euch versichern, dass wir keine Mühe scheuen werden, damit euer Aufenthalt in unserem Etablissement so angenehm und profitabel wie möglich wird. Viel Glück! Ah, und ihr müsst die Häschen sein, von denen ich schon so viel gehört habe. Ah, viel Spaß jetzt hin. Danke. Und dir? Du hast eher das grimmige Gesicht. Willkommen im Goldsauce. Ach, du bist auch ganz nett. Okay. Lass uns zum Mogelgreifer. Da, Rezeptionistin. Willkommen im Goldsaucer, Reisende. Dies ist der Hauptschalter, an dem du unter anderem Lose für die Mini-Glücks-Kaktor erhalten, sowie Mandeville Goldsaucer-Punkte erstehen und einlösen kannst. Du möchtest wissen, was Mandeville Goldsaucer-Punkte sind? Eine berechtigte Frage, die ich nur zu gerne beantworten werde. Aber zunächst einmal solltest du einen Blick nach links wenden. Hinter diesem eindrucksvollen Tor befindet sich der Fahrstuhl zum Chocobo-Platz, wo sich unsere Hauptattraktion befindet. Die Chocobo-Rennstrecke. Hallo da drüben. Welcher Chocobo-Sitzer hat nicht schon mal davon geträumt, seinen gefiederten Freund in einem nervenaufreibenden Rennen um Ruhm und Reichtum gegen andere Chocobos antreten zu lassen? Wir bezeichnen es als Sport für Sultane. Und das hat durchaus seine Gründe und damit noch nicht genug. Jetzt gibt es noch eine weitere Attraktion, den Kampf der Trabanten, bei dem zwei Duellanten ihre Begleiter gegeneinander antreten lassen. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die Mandeville Goldsauce Punkte. Wir reden üblicherweise einfach von MGP. Es handelt sich dabei um die Währung, die wir mit der Träume wahr werden und die in diesen Hallen verkauft wird. Aber mein Kollege hier neben mir kann dir mehr dazu erzählen, unter anderem, wie du dein eigenes MGP erhältst. Bitte sprich mit ihm, um den Rundgang fortzusetzen. So, der Goldsaucer-Diener für den MGP-Tausch. Du bist zum ersten... Entschuldigung. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Du bist zum ersten Mal im Goldsaucer. Nun, dann bist du bei mir genau richtig. Als erstes solltest du nämlich mal einen Teil deines Jill in MGP umtauschen. Wobei ich dir gerne behilflich bin. Mit MGP in der Tasche kannst du an sämtlichen Spielen und Attraktionen hier teilnehmen. Wenn du dich dabei geschickt anstellst, kannst du dein MGP schnell verzehnfachen oder gar verhundertfachen. Mit dem so gewonnenen Reichtümern kannst du zu meinem Kollegen hier am Hauptschalter zurückkehren und deinen Gewinn gegen eine Reihe von spektakulären Preisen eintauschen.
Soweit zu den Grundlagen. Damit bist du bereit, dich in das Getümmel im Gold Saucer zu stürzen. Dein Rundgang wird im Kartenspielsalon im Südwesten fortgesetzt. Die Kartenhändlerin wird dir alles weitere erklären. Ich kann dir gern ein paar Jill gegen MGB tauschen, bevor du weiterziehst. Meine Kollegen und ich stellen dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Aber du solltest dich einfach mal selbst von den Attraktionen versuchen. Okay, dann holen wir uns das erstmal. Willkommen im Gold Saucer. Brennen dir deine hart verdienten Jill ein Loch in die Tasche? Kein Problem. Ich tausche dir gern in Manderville Gold Saucer. Okay. Ja, wie viel machen wir denn? 100? Ah, mach mal. 500. Wir nehmen gleich das Maximum. Okay. Fortfahren. 5000 Chill in 500 MGP umtauschen? Ja. So, man gönnt sich ja sonst nichts. Okay, und wo geht's da? Da geht's weiter. Hallo? Triple Triad Meisterin. Ah, nee, ups. Mit der kann ich nicht. Nein. Mit der will ich noch nicht reden. Hier, erstmal hier. Triple Triad Händlerin. Wir brauchen vielleicht erstmal Triple Triad Dingsbums. Oh, hallo Süße. Willkommen im Kartenspielsalon, wo wir zahlreiche Triple Triad Tische zur Verfügung stellen. Was Triple Triad sein soll, fragst du? Nun, dabei handelt es sich um das aufregende Kartenspiel, das Azura im Sturm erobert hat. Sieh dich doch einfach mal um. Kannst du die Spannung spüren, die in der Luft liegt? Ja, 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 wir merken eindeutig die Spannung. Du stellst dir ein Deck aus 5 Karten zusammen und führst deinen Trupp in die Schlacht. Sprich mich einfach an, wenn du die Regeln erlernen möchtest, um dieses spannende Spiel selbst zu erleben. Fang am besten heute noch damit an. Und wir erstatten dich mit einem Stapel Gratiskarten aus. Oh ja. Du kannst dich einzelnen Gegnern stellen oder einem unserer regelmäßig stattfindenden Turniere teilnehmen, wenn du eine größere Herausforderung suchst. Es geht doch nichts über das Gefühl, gegen eine Vielzahl von Gegnern siegreich aus der Schlacht hervorzugehen. Leicht zu erlernen, aber schwierig zu meistern. Das ist Triple Triad. Der nächste Halt auf deinem Rundgang ist der Platz der Wunder. Aber wenn du vorher noch den ein oder andere Partie spielen möchtest, sag einfach Bescheid. Ja, natürlich, wir wollen das erstmal jetzt lernen. Wir sind ja hier neu. So, ich glaube, da muss ich hier mit der Triple Triad Meisterin hier reden. Triple Triad erobert Azura in Sturm. Möchtest du dich mal an diesem spannenden neuen Kartenspiel versuchen? Eine Partie spielen. Ich wusste es. Dies ist die Geburtsstunde einer neuen Herausforderin. Willkommen zur Welt von Triple Triad, wo du mit deinen Karten gegen einen Gegner in einen spannenden Wettstreit antrittst, der List, Strategie und eine gewisse Portion Glück erfordert. Es ist dir mir stets eine Freude, neue Spieler hier im Manderville Gold Saucer mit ein paar Karten zu versorgen, damit sie direkt loslegen können. Um jedoch eine Partie zu beginnen, musst du aus all deinen Karten zunächst 5 in deinem Deck zusammenstellen. Oh, und ich schlage vor, du sprichst mal mit einer Triple Triad Händlerin, wenn du deine Kartensammlung erweitern möchtest. Du kannst nun Gegner zum Triple Triad Partien herausfordern. Neue Karten kannst du auf viele Arten erhalten. Zum Beispiel bei der Triple Triad Händlerin oder als Belohnung für siegreiche Partien und erfolgreiche Turnierteilnahmen. Spiele eine Partie gegen die Triple Triad Meisterin, um die Grundlagen des Spiels zu erlernen. Bevor du damit beginnst, musst du jedoch eine Vorbereitung abschließen. Du musst die Karte in deinem Inventar benutzen, damit sie in der Liste deiner Karten registriert werden. Diese Liste befindet sich im Abschnitt Gold Saucer unter Charakter im Hauptmenü. Um ein Deck zusammenzustellen, musst du 5 deiner zuvor registrierten Karten auswählen. Diese Option findest du ebenfalls unter dem Menüpunkt Gold Saucer. Sprich mit der Triple Triad Meisterin, sobald dein Deck fertig ist, um mit einer Lernpartie zu spielen. Okay, abschließen. Okay, Meisterduell. Bevor du eine neue Triple Triad Karte zu deinem Deck zusammenstellen kannst, musst du sie in deiner Kartenliste aufnehmen. Finde dazu in der Karte in deinem Inventar und wähle Benutzen. Wenn du genug Karten für ein Deck hast, mindestens 5, kannst du im Menü Decks Hauptmenü ein Deck zusammenstellen und speichern. Okay. Jetzt brauchst du nur noch einen Gegner. Warum spielst du nicht eine Übungspartie gegen einen Triple Triad Meisterin? Ja, genau. So, aber erstmal Inventar. Okay, wo sind jetzt die Karten? Da, das eine. Benutzen. Und eine Magdragon-Karte. Benutzen. Und benutzen.
Und benutzen. Und auch benutzen. So, ich glaube, das waren alle. Und wir müssten 5 Karten haben. So, dann gehen wir auch rein. Profil. Wo war das jetzt nochmal? Widerstände, Attribute? Nein. Ha. Nochmal ganz kurz gucken, wo ich da runter musste. Tutorial-Hilfstexte. Ich stehe jetzt auch gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Aber es war noch im Charaktermenü, glaube ich. Inhalte, oder? Nee. Gut, wo ist jetzt hier der Gold Saucer? Ach, da geht's ja weiter, okay. Gold Saucer, da, Meisterduelle. wenn du genagst, kannst du im Menü Decks. Achso, okay, hier. Irgendwo. Okay, nee, da. Finde dazu. Oder Hauptmenü? So, irgendwo muss es Decks geben. Ah, hier, Goldsauce. Habe ich. Haha, jetzt habe ich es. Okay. Jokobo. Karten. Karten hier. Okay. So, und jetzt Rechtsklick. Ah, nee, hier Decks. Okay. Ein Deck. Wir haben ja noch nicht so viel Auswahl, als dass wir hier eine gute, schlagkräftige Kombination machen könnten. Okay, speichern. Okay, da haben wir die 500. Ah, da gibt es dann auch die Turniere, wenn die angesetzt sind. Okay. Schokoborennen haben wir auch keine. Okay, und Trabanten haben wir auch noch nicht. Okay. Triple Tried Spiel. Erklär erstmal Triple Tried. Okay. Gibt es etwas, das du über Triple Tried wissen möchtest? Natürlich alles. Was ist Triple Tried überhaupt? Triple Tried ist ein Kartenspiel für 2 Personen, das strategisches Geschick erfordert. Gespielt wird mit einer Hand von 5 Karten, genannt Deck. Es gibt Grundregeln und spezielle Ergänzungsregeln. Nachdem man mit den Grundregeln vertraut ist, kann man das Spiel also um neue Varianten erweitern. Was ist ein Deck und wie stelle ich es zusammen? Das haben wir gerade festgestellt. Was sind die Grundregeln? Triple Tried ist ein Kartenspiel zwischen 2 Personen. Und wird mit einer Hand von 5 Karten gespielt, genannt Deck. Welche Karte sich dem Deck befindet, kann man im Voraus entscheiden. Falls du mehrere Decks erstellt hast, wähle zu Beginn einer Partie eins aus. Dann beginnt der Kampf der Karten. Beide Spieler legen abwechselnd eine Karte, bis alle 9 Felder des Spielfelds belegt sind. Man muss sich gut überlegen, wohin man seine Karten legt. Hier kommt die Zahl auf dem Karten ins Spiel. Auf jeder der 4 Seiten einer Karte steht eine Zahl, wobei das Ass A als 10 gezählt wird. Man versucht mit seiner Karte die Karten des Gegners zu schlagen, indem man eine höhere Zahl anlegt. Schlägt man die Karte eines Gegners, nimmt man sie in Besitz. Wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt. Dazu zählt übrigens auch die 10. Karte, die nicht ausgespielt wurde. Je nach Ergebnis erhält man eine Belohnung dafür, dass man gespielt hat und man kann sofort eine neue Runde mit dem gleichen Gegner starten. Okay. Welche Ergänzungsregeln gibt es? Für jedes Match können Ergänzungsregeln gelten. Das sind Tagesregeln oder Matchregeln. Wie bitte? Tagesregeln? Ja, Tagesregeln sind Ergänzungsregeln, die sich jeden Tag ändern und automatisch angewendet werden. Sie wechseln jeweils um 17 Uhr. Es können bis zu 2 Ergänzungsregeln gelten. Außerdem können sich die Tagesregeln von Region zu Region unterscheiden. Wer legt die Matchregeln fest? Ergänzungsregeln werden von den Spielern festgelegt. Für eine Partie können bis zu 2 Ergänzungsregeln gelten. Okay. Welche Ergänzungsregeln gibt es? Okay, das ist jetzt noch ein bisschen zu viel. Was gibt's noch? Erkläre Triple Tried.
Gegen wen kann ich spielen? Triple Twilight wird in ganz Azura gespielt, also stell dir ein Deck zusammen, um jederzeit vorbereitet zu sein. Selbstverständlich kannst du gegen andere Abenteurer antreten, aber darüber hinaus sind auch viele andere Bewohner Azuras bereit, sich mit dir auf eine Partie Triple Twilight einzulassen. Für diese Partie brauchst du MGP, auch außerhalb des Goldsources, aber zu gewinnen gibt es mehr als schnöde Goldpunkte. Die besten Preise sind neue Karten, um dein Deck zu erweitern. Diese Regeln gelten nicht für Partien gegen Spieler, sie kosten keine MGP, es können aber auch keine Karten gewonnen werden. Matches gegen Spieler sind aber da gut geeignet dazu, das eigene MGP-Konto aufzufüllen. Bis zu 5-mal am Tag wird dir ein MGP... Okay. Ich kann keine MGP gewinnen, aber es ist gut, um das MGP-Konto aufzufüllen. Das macht jetzt keinen Sinn. Spieler können an verschiedenen Orten in der Spielwelt gegeneinander antreten. Zum Beispiel in der Abenteuergilde und in der Schenke außerhalb der Stadt. Bereite deinen Decks vor und mache dich auf ein heißes Duell gefasst. Okay. Dann üben wir mal. Triple Twilight Meisterin. Hat dich das Kartenfieber gepackt? Sehr gut. Für diese Partie muss ich dir ein paar MGP abziehen. Aber keine Sorge, du gewinnst bestimmt schnell zurück. Also dann wollen wir mal. Keine Bange, ich gehe ganz langsam an. Du kannst nun eine Partie Triple Twilight starten. Viel Erfolg. Okay, bestätigen. Ja, ich habe ja nur das alte Deck. Okay, alle offen. Start. Rot am Zug. Wer ist rot? Bin ich rot? Okay. Neben den Grundregeln gibt es noch Zusatzregeln, die den Ablauf des Spiels ändern. Zum Beispiel, für diese Partie werde ich die Bedenkzeit etwas verlängern, damit du in Ruhe nachdenken kannst. Okay. So, an das Feld komme ich nicht ran, weil ich nichts habe mit 7, aber... Und ich schlage hier mit der 2. Perfekt. Rot am Zug. Siehst du, wie meine Karten ihre Farbe geändert hat? Du hast sie erobert, weil du in höhere Zahl als... Wenn du eine niedrigere Karte angelegt, wird sie aber nicht in eine von meinen umgewandelt. Okay. Das Spiel endet, wenn alle neuen Felder... Okay, okay, okay. 5 kriege ich nicht. Okay, rot ist am Zug. So, um den zu sichern. Gut. Ja, ich habe 10 gewonnen. Möchtest du dann? Nein, das reicht jetzt erstmal. Danke. Gut gemacht, du hast das Prinzip verstanden. Fordere nochmal einen anderen Spieler an deinen Kartentisch heraus. Oder einen anderen Abenteuer. Triple Twilight wird immer beliebter und zwischen überall in Azura gespielt. Okay, sogar Schankwirte und Leiter der Abenteuergilde, um nur einige zu nennen, lassen sich nun auf eine Partie mit dir ein. Halte deine Augen offen, dann wirst du sie schon finden. Triple Twilight, noch ein Tipp. Willkommen in der Welt vor Kartenduelle. Lust auf eine Partie gegen das Haus? Die Angestellten des Goldsources mit dem Kartensymbol über ihren Namen warten nur darauf. Natürlich kannst du auch gegen andere Spieler antreten, hier im Goldsource und an anderen Orten in der Spielewelt, zum Beispiel Abenteuergilden und Schenken außerhalb der Städte. Viel Glück und möge die Schicksalsgöttin dir zulächeln. Okay, wir können also mit den ganzen hier Triple Twilight spielen, aber wir wollen ja weiter erkunden. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag hier Triple Twilight spielen. Obwohl das Spiel Spaß macht. Das hat es damals schon in Final Fantasy 8 gemacht. Wo ist die Karte schön bunt? Genau, den müssen wir noch mitnehmen, damit wir dann nicht jedes Mal mit dem Luftschiff ankommen müssen. So, und dann geht's hier weiter zum Goldhäschen. Oh, das Goldhäschen. Platz der Wunder. Du siehst ja ganz verloren aus, Süße. Am besten führe ich dich mal ein wenig herum. Ich freue mich immer über so hübsche Bekleidung. Zwinker. Der Platz der Wunder ist die reinste Augenweide. In diesen Hallen findest du zahlreiche Spiele und Attraktionen, sowie gutes Essen und Erfrischungsmöglichkeiten. Darüber sollte man sich nicht nicht das größte Wunder von allen vergessen. El Colossus. Wie wir unseren riesigen Kator-Maskottchen liebevoll nennen, ist der Star einiger unserer beliebtesten Veranstaltungen.
die solltest du dir nicht entgehen lassen. Nun, ich weiß schon, was du denkst. Wie soll ich jemals mit all den aufregenden Möglichkeiten im Goldsourcer Schritt halten? Nun, dafür sind Goldhäschen wie ich hier. Um deinen Rundgang fortzusetzen, solltest du dich bei Wilda am Glückstorschalter melden. Sie ist eine der beliebtesten Mädchen hier und wenn du sie erstmal getroffen hast, wirst du auch verstehen, warum. Bis bald. Danke, Madame. So, Senior Kakator, Kaktor. Kann ich mit dir reden? Ne, kann ich nicht. Kann die auch nicht umboxen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass die ein Maskottchen gewählt haben, was... Gleich. Ich will einen Bomberball-Automaten spielen. Zu weit entfernt. Kann ich nicht spielen. Wahrscheinlich muss ich erst die Quest machen, bevor ich weiß, wie man die spielt. Hallo? Nein. Abwärts! Cool, kein Fallschaden. Wie ich das liebe. Okay, da müssen wir lang. War der falsche? So, wie komme ich jetzt da? Ah, da wahrscheinlich. Der sitzt da oben dann auf der Theke. Okay. Ah, da kann ich mich dann auch hin und her porten. Okay. Einmal harmonisieren. Okay, so. Ah, Veleda. Hallo, meine Süße. Ich habe dich bereits erwartet. Mein Name ist Veleda. Wie der Lederhandschuh. Oder Lederschwab. Und ich möchte dich persönlich im Varieté-Saal willkommen heißen. Dies ist der weitläufigste Bereich in Goldsourcer und bietet Vergnügen im Überfluss. Dir ist sicherlich bereits die riesige Bühne in der Mitte des Platzes aufgefallen? An diesem Ort finden einige unserer sensationellen Attraktionen statt. Also hab keine Scheu vor der großen Bühne. Und nachdem der Vorhang gefallen ist, solltest du einmal dein Glück im Spiel versuchen. Und zwar beim Jumbo Glückskator. Alles, was du dafür benötigst, sind ein paar MG und einen großen Traum. Wähle einfach 4 Zahlen aus und dann bete zu den 12. Man weiß ja nie, wann Mühja es mal gut mit einem meint. So sehr ich unser Zusammentreffen auch genossen habe, es ist nun noch an der Zeit für dich weiterzuziehen. Der nächste und letzte Halt deines Rundgangs ist das Rondell. Es war mir ein Vergnügen, meine Süße. Okay, wir gucken uns das nachher an. Okay, da müssen wir da hinten rum. Es ist alles so bunt. Oh, das sieht auch cool aus. So Adventure-mäßig. So. Du bist zum ersten Mal hier, nicht wahr? Herzlich willkommen im Goldsourcer und willkommen beim am Rondell. In diesen luftigen Gipfel nicht ein ist dieser luftige Gipfel nicht ein atemberaubender Anblick? Das ist der Mont Corel, die Hauptattraktion hier im Rondell. Bei einer unserer aufregendsten Veranstaltungen treten Besucher gegeneinander an, um zu sehen, wer als erster auf den Gipfel schafft. Und ich kann dir versichern, die Aussicht von da oben ist einmalig. So, damit wäre dein Rundgang durch den Goldsourcer abgeschlossen. Ich bin mir sicher, du kannst es kaum erwarten, dich ins Getümmel zu stürzen. Aber vergiss nicht, nochmal beim Hauptschalter vorbeizuschauen, um dein gratis Geschenk in Empfang zu nehmen. Okay, ab zum Hauptschalter. Ja, doch, ich tausche das mal schnell um. So. Eigentlich kann ich auch die Tarnung reinmachen, weil die aktiviere ich ja nicht so
so oft. Außer immer zufällig. So, und dann kann ich jetzt aber wieder rennen. Nein, wo muss ich? Da lang muss ich, okay. So. Willkommen zurück. Ich hoffe, du hast nach dem Rundgang einen guten Eindruck von den zahlreichen Attraktionen in Goldsofa gehabt. Es ist mir eine ausgesprochene Freude, dir als Zeichen der Anerkennung für unsere Kunden ein Gratisgeschenk aus dem Fundus unserer geschätzten Besitzers. Bei Tal, ist das eine neue Kundin? Anscheinend hatte ich mir keinen besseren Zeitpunkt für eine spontane Inspektion aussuchen können. Roland? Kenne ich einen Roland? Meister Roland, ja, diese junge Dame hier hat soeben ihren Einführungsrundgang beendet. Tatsächlich? Nun, dann erlaube mir, dich persönlich im Goldsoßer willkommen zu heißen. Mein Name ist Roland. Ich wurde damit beauftragt, mich im Namen des Besitzers und das Tagesgeschäft hier zu kümmern. Ein großartiger Zeitgenosse übrigens. Du bist eine Abenteurerin, oder? Tja, deine Kleidung und deine Haltung sprechen eine deutliche Sprache. Dann hast du auf deinen Reisen sicherlich das Leid, das unsere Nation noch immer plagt, mit allen Augen gesehen. Die Flüchtlinge aus Alamigo, die in den Breiten Zuflucht gesucht haben, die armen Seelen, deren Häuser zerstört wurden, als Dalamut vom Himmel stürzte. Das Sultanat nimmt durchaus Anteil an ihrem Schicksal, aber bei der Vielzahl der Flüchtlinge ist es schwierig, wirksame Hilfe zu leisten. Ein Mann jedoch hat eine Antwort auf all diese Probleme. Gulbert Mandeville hat einen Traum. Ein Traum von einem Ort voller Wunder, der den Vertriebenen Arbeitsplätze und Unterkünfte, den Trostlosen Freude und dem Sultanat und seinen Bewohnern Wohlstand bringen würde. Für viele unserer Kunden ist der Goldsoßer lediglich Azoras bekanntester Vergnügungsort. Ein Ort, an dem man seine alltäglichen Sorgen verdrängen kann. Für mich jedoch ist es ein zentraler Bestandteil, um diese Gegend wieder auf die Beine zu helfen. Ein Wunder, geschaffen von dem großartigsten Mann, den ich jemals gekannt habe. Ich bin mir sicher, dass auch du verstehst, wovon ich rede. Aber ich möchte dich nicht länger aufhalten. Der Goldsoßer und all seine Wunder warten auf dich, meine Liebe. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit hier. Bis zum nächsten Mal. Abschließend. Ich habe Goldsoßer-Gutscheine bekommen. Ja, was mache ich mit Goldsoßer-Gutscheinen? Ein Gutschein zum kostenlosen Ausprobieren der Spielautomaten im Goldsoßer. Yeah, cool. Okay. Aber jetzt wollten wir erstmal, gucke ich mir erstmal an, wo die ganzen Chocobos sind. Wo sind denn die Chocobos? Nein, die Chocobos, da geht's zu den Spielhallen. Hier, Fahrstuhlführer, ich will zu den Chocobo rennen. Der Fahrstuhl bringt dich zum Chocobo-Platz und zur Halle der Trampanten. Wenn dir der Sinn nach spannenden Rennen oder eine strategische Keilerei mit einem Begleiter steht, bist du genau dort richtig. Also erstmal zum Chocobo-Platz fahren. So, Chocobo, Chocobo. Chocobo-Rennen, hier. Wer auf der Suche nach dem Rausch des Geschwindigkeit ist, ist im Mandeville Goldsoßer genau richtig. Bist du damit zufrieden, gemächlich in deinem Leben voranzuschreien, Schritt für Schritt im Streckentempo? Stell dir doch einfach mal vor, wie der Wind durch deine Haare wirbelt, während du auf einem Chocobo über die Ziellinie sprintest. Aufregende Wettbewerbe und die Freude über jeden Triumph, klingt das nicht vielversprechend? Aber da du bereits den Weg hierher gefunden hast, teilst du sicherlich diese Leidenschaft, nicht wahr? Ja, ich denke, heute wird ein neuer Jockey geboren. Leider kann ein Jockey nicht ohne einen geeigneten Rennchocobo teilnehmen. Du fragst dich vielleicht, warum du nicht einfach einen persönlichen Chocobo nehmen kannst? Tja, schlag dir das gleich mal wieder aus dem Kopf. Nur ein speziell fürs Rennen gezüchteter Chocobo kann dafür in Frage kommen. Aber keine Sorge, meine Liebe. Es gibt nämlich gerade ein Überangebot an jungen Chocobos, die auf der Suche nach einem neuen Weggefährten sind. Großzügigerweise stellt der Mandeville Goldsoßer jedem, der sich zum Jockey berufen fühlt, einen Rennchocobo zur Verfügung. Du brauchst lediglich den Gestüt Mokri-Stolz am Gut Zwiegelsgrund einen Besuch abstatten. Dort erhalten Rennchocobos ihre ursprüngliche Ausbildung. Sprich einfach die Trainerin namens Kettering auf deinen Wunsch an. Sie wird dir sicherlich einen geeigneten Chocobo zur Verfügung stellen.
Werde ich machen. Allerdings jetzt nicht gleich sofort. Wir gucken uns jetzt hier noch den Trabanten an. Kann ich die eigentlich jetzt... Ich will die benutzen. Ah, jetzt kann ich. Okay. Du möchtest eine Runde Minenmeister spielen? Gebühr ein MGP. Aktuell MGP. Oh, ich habe schon 5 MGP gewonnen gemacht. Gut. Ein Goldsaucer benutzen. Ja. Du nimmst die Spielkarte auf. Okay, und wie funktioniert das? Ich muss einfach klicken, oder? Schwach. Okay. Aber wahrscheinlich, wenn es ganz klein ist. Hammerhart! Hammerhart! Nicht übel. Okay. Habe ich jetzt gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Okay. Trabantenarena. Du kannst diese Aktion noch nicht ausführen. Ach ja, genau, weil ich ja noch keinen Trabanten habe. Schade. Aber ich kann oder leider nicht zugucken. Okay. Schade. Da ist ein Trabant. Kaukörper. Okay. Aber vielleicht kann mir das ja jemand erklären. Trabantmeister. Willkommen in der Halle der Trabanten. Bist du hier, um deinen Begleiter in einen Kampf der Trabanten zu führen? Trabanten, so wurden in alten Zeiten die Leibwächter von hohen Herren genannt, denen sie als Wächter oder bewaffnete Befehlsvollstrecker dienten. Daran ist auch der Name dieser Attraktion angelehnt, bei der du gegen andere Abenteurer oder auch Arenameister antretest und zeigen kannst, wozu deine Begleiter im Kampf fähig sind. Das klingt so ein bisschen nach Pokémon. Wenn du nach einem neuen Begleiter suchst, dann stattet doch der Trabantenhändlerin einen Besuch ab. Wenn du aber lieber an einem Trabantenturnier teilnehmen möchtest, melde dich bitte bei der Turnierleitung. Viel Spaß und möge der Bessere gewinnen. Trabantenhändlerin, was habt ihr denn? Ein Begleiter für Jill. Kirschbombenpfeife. Marionettenpfeife. Chocobo-Kükenpfeife. Ah ja, okay. Warte, genau, ich hab... Ah nee, dann sind das die Pets einfach. Okay. Charakter. Inventar. So. Bild nutzen. Du kannst nun deine Mariette Nummer 1 wählen. Okay. Kampf der Trabanten. Du kannst nun Kampf der Trabanten spielen. Dabei lässt du deine Begleiter gegen die eines anderen Spielers antreten. Es gibt auch einen Trainingsmodus, in dem du erstmal allein üben kannst. Betritt die Trabantenarena und probier es aus. Okay. Während des Kampfes kannst du Begleiter über dem Begleiter-Kommandomenü herbeirufen. Für bequeme Zugriffe öffnet im Hauptmenü unter Charakter Goldsaucer Trabanten das Kommandomenü und lege dort die Begleiter deiner Wahl im Trabanten-Kommandomenü an. Das Anlegen ist nicht notwendig, um Begleiter zu rufen. Okay. Deine Stärke im Kampf der Trabanten ist an deinen Rangpunkt ablesbar. In jedem Kampf gegen andere Spieler kannst du RP gewinnen oder verlieren. Überprüfe deinen aktuellen RP-Stand unter Goldsaucer Trabanten. Okay, es gibt sogar Liga-Punkte, cool. Es gibt 3 Kampfmodi. Training, Übungsmodus für Einzelspieler, um die Grundlagen zu erlernen. Duell, Kämpfe gegen andere Spieler, um RP zu gewinnen, sowie Übungskämpfe. Turnier, regelmäßig stattfindende Turnierkämpfe gegen andere Spieler, bei denen es darum geht, möglichst viele Punkte zu erreichen. Okay, dann erstmal Einführung und Training. Stufe 1, Einführung. Bist du bereit? Ja. Teilnehmen. Ich weiß ja nicht genau, was ich mache, aber ich habe eine Marionette gekauft. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Willkommen beim Trainingsprogramm für den Kampf der Trabanten. In diesem Kampfspiel führen 2 Spieler ihre Begleiter, Trabanten genannt, ins Feld und versuchen die Arkanenscheine des Gegners zu zerstören. Warte, wähle deine Stellung aus. Das Spiel beginnt mit einer vorbereiteten Vorbereitungsphase, während du dein erstes Trabanten festlegen kannst.
Die Trabanten, die du auswählst, werden in einer Rufordnung gelegt und in die Arena gerufen, sobald die Schlacht beginnt. Wähle jetzt einen Trabanten aus dem Kommandomenü aus. Okay, wir nehmen den neuen hier. Gut, du hast einen Trabanten ausgewählt. Er wurde nun in die Rufordnung gelegt. Gut, du hast einen Trabanten ausgewählt. Ja, okay. Und jetzt? Jeder der Trabant hat bestimmte Rufkosten zwischen 10 und 30 Punkte. Solange die Summe dieser Punkte nicht dein Maximum überschreitet, kannst du denselben Trabanten mehrmals rufen oder eine Kombination aus verschiedenen Trabanten wählen. Während der Vorbereitungsphase beträgt das Rufmaximum 60 Punkte. Aber du hast nicht viel Zeit, über deine Wahl nachzudenken. Die Vorbereitungsphase dauert nur 20 Sekunden. Es ist wichtig, dass du die Rufkosten und Fähigkeiten deiner Trabanten gut kennst, damit du schnell und eine ideale Startaufstellung wählen kannst. Okay. Du kannst die Kamera für das Spielfach be bewegen. Benutze dazu den linken Stick, habe ich gerade gemacht. Ah, jetzt ist es ja schon durch, oder? An diesem Punkt im Training ist das Herbeirufen nicht möglich. Okay. Benutze den linken Stick, um dich umzusehen. Habe ich gerade gemacht. Achso, hier. Gut gemacht. Jetzt beginnt der Kampf. Der Trabant in deiner Rufordnung betritt nun die Arena. Dort kannst du ihm Befehle geben und deinen Angriff auf die gegnerischen Arkanesteine beginnen. Während des Kampfes ist dein Rufmaximum auf 240 Punkte erhöht. Wie viele Punkte du noch übrig hast, kannst du auf deiner Leiste in der Trabantenkommandomenü ablesen. Okay. Herbeirufende Trabanten betreten die Arena, an dem sie von ausgewählten Tor. Tor B ist die Standardauswahl zu Beginn des Kampfes. Okay. Wähle jetzt die R-Taste, mit der R-Taste das Tor A. Über den Kommandomenü und rufe den Trabanten. Okay. Gut gemacht. Rufe deinen Trabanten an einem Tor herbei, das nahe an einem strategischen Ziel liegt, um die Distanz dahin zu verkürzen und die Bewegungszeit zu ersparen. Ich blick gar nichts. Während des Kampfes ist dein Ruftimer aktiv. Der verhindert, dass du Trabanten schnell nacheinander in deinen Kampf schickst. Je höher die Rufkosten des zuletzt herbeigerufenen Trabanten, desto länger ist der Timer. Zu früh herbeigerufene Trabanten werden automatisch in die Rufordnung eingerufen. Rufe ein paar Trabanten herbei, um dich mit dem Prozess vertraut zu machen. Okay. Du hast deine Rufordnung mit Trabanten gefüllt. Jedes Mal, wenn du ein Ruftimer abgelaufen ist, betritt nun der nächste Trabant automatisch die Arena. In der Rufordnung können bis zu 10 Trabanten abgelegt werden. Du brauchst gute Übersicht über das Kampfgeschehen, um sie effektiv zu nutzen. Ich weiß nicht mehr, was passiert. Ah, da. Chocobo-Küken. Okay. Der nächste Abschnitt des Trainings befasst sich mit der Bewegung in der Arena. Das Chocobo-Küken hat sich dafür freiwillig gemeldet. Wähle zuerst den Trabanten, den du bewegen möchtest, und dann seinen Zielort. Halte Y gedrückt und bewege den Kreis mit einem Trabanten, um ihn auszuwählen. Lass dann die Y-Taste los und mein Zielzeiger erscheint. Bewege den Zeiger zu der Stelle, an der der Trabanten laufen soll, und drücke die A-Taste. Wähle den Chocobo-Küken und befiehl ihn, in den gelben Kreis zu laufen. Auswählen Y und halten, loslassen und ziehen. Okay. Ja, habe ich gerade gemacht. So. Gut gemacht. Das Chocobo-Küken hat sein Ziel erreicht. Du kannst auch mehrere Trabanten als Einheiten bewegen. Halte die Y-Taste gedrückt und bewege den Kreis, um damit mehrere Trabanten auszuwählen. Befiehl nun allen Chocobo-Küken, in den gelben Kreis zu laufen. Okay. Alle Schokobo-Küken laufen in den gelben Kreis. Aufgepasst! Gegnerische Trabanten haben die Arena betreten. Nun werden geschickt seiner. Was? Nur wer geschickt seinen Gegner angreift und ausschaltet, kann einen Trabantenkampf gewinnen. Deine Trabanten greifen in der Nähe befindliche Feinde automatisch an und kämpfen, bis einer der Kontrahenten die Kampfreichweite verlässt. Wähle jetzt deinen Schokobo-Küken aus und lasse sie gegen die feindlichen Trabanten kämpfen. Ja, macht sie fertig, meine kleinen Schokoküken.
Okay. Dein Gegner hat die Wirren des Kampfes genutzt und seinen Angriff auf deinen Arkanestein gestartet. Nein! Sobald dein Arkanestein komplett von gegnerischen Trabanten umzingelt ist, nimmt er Schaden, bis er zerstört ist. Wenn deine drei Arkanesteine zerstört sind, hast du den Kampf verloren. Also positioniere deinen Trabanten strategisch geschickt, um die Steine zu verteidigen. Bewege jetzt die Schokobo-Küken in die Mitte der Arena und besiege die gegnerischen Trabanten, die deinen Arkanestein B attackieren. Nein! Beschützt ihn! Oh Gott, mein kleiner Schokobo geht gleich drauf. Schokobo, ich wähle dich! Okay, gut gemacht. Und dazu die Mucke auch im Hintergrund. Es gibt vier Arten von Trabanten und drei von ihnen, Monster, Tier und Puppe, haben einen Vorteil gegen bzw. Nachteil im Kampf gegen die anderen. Monster kämpfen gut gegen Tiere, Tiere kämpfen gut gegen Puppen und Puppen kämpfen gut gegen Monster. Die vierte Art von Trabanten, Apparate, hat weder einen Vorteil noch einen Nachteil. Bedenke diesen Vor- und Nachteil, wenn du da Trabanten in den Kampf schickst. Baby-Befamuts gehören zu den Monstern und kämpfen deshalb gut gegen deine Chocobo-Küken, die zu den Tieren gehören. Außerdem können die Befamuts alle nahestehenden Gegner mit einem Flächenangriff angreifen. Deine Küken haben nur einen Einzelangriff. Dafür sind deine Chocobo-Küken in der Überzahl, was ihnen auch einen gewissen Vorteil verschafft. Lass sie gegen die Befamuts antreten und siehe, was passiert. Wo sind denn Befamuts? Ah, da ist sie. Och, sind die Befamuts süß. Oh. Sehen aus wie kleine Schweinchen. Jeder Trabant hat eine bestimmte Technik, die er gekonnt einsetzt, über den Ausgang des Kampfes entscheidet. Um solch eine Technik auszuführen, müssen vier der gleichen Trabanten zusammenwirken und alle vier müssen die maximale Anzahl an Technikpunkten besitzen. Technikpunkte sammeln sich mit der Zeit an. Wähle dazu einen Trabanten, mit dem du die Technik ausführen möchtest. Mit LB und Steuerkreuz führe dann die Technik LB und X aus. Okay. Versuche es mal. Führe mit den Chocobo-Küken eine Technik gegen einen Baby-Baphomet aus. Deine Küken haben mit Hilfe ihrer Spezialtechnik die Baby-Befamuts geschlagen. Ohne diesen Trick wären sie sicher verloren gewesen. Deine Chocobo-Küken haben im Kampf Schaden eingesetzt. Du kannst LP deines Trabanten wieder auffrischen, indem du sie zu einem Tor schickst. Bewegst. Okay. Wähle nun deinen Chocobo-Küken und schicke sie zurück zu Tor B, um ihre Wunden zu pflegen. Okay. Die Küken sind am Tor angekommen. Die Tore sind eine Sicherheitszone, in der Begleiter ihr LP heilen und von Angriffen geschützt sind. Umgekehrt können Trabanten dort nicht angreifen. Überlege dir also gut, wann du einen Trabanten aus der Schlacht zurückführst. Okay. Tore haben noch eine andere wichtige Funktion. Du kannst deine Trabanten von einem Tor zu einem anderen teleportieren. Wähle jetzt einen Chocobo-Küken und schicke es zu einem anderen Tor. Wo sind wir hier? Da ist das andere Tor. Die Küken sind an deinem anderen Tor angekommen. Mit dem Teleport kannst du Trabanten schnell von einer Seite der Arena zur anderen schicken und schwach geschützte feindliche Einrichtungen angreifen. Es ist an dir Zeit, die Offensive zu gehen. Wähle die Chocobo-Küken und bewege sie zum gegnerischen Arkanestein B in der Mitte der Arena. Okay. Und Angriff! Meine Chocobo Army. Deine Küken attackieren den gegnerischen Arkanestein. Solange kein gegnerischer Trabanten in dem roten Kreis sind, fügen deine Trabanten der Einrichtung fortlaufend Schaden zu.
Der Zustand des Arkanensteins wird durch eine LP-Leiste und das kristallförmige Symbol oben am Rand angezeigt. Wenn dein Trabant die LP-Leiste eines Steins geleert hat, wird ein Stück aus dem Kristall geschlagen. Die Leiste am oberen Bildschirmrand zeigt den gesamten HP deiner blauen und der gegnerischen roten Arkanensteine an. So kannst du dir mit deinem Blick Übersicht über den Kampf des... Okay. Führe jetzt den Angriff des Arkanensteins B fort. Trabanten können ein oder mehrere Stärken haben. Diese besonders effektiv gegen gegnerische Einrichtungen, Tore, suchende Augen, Schilde und Arkanesteine machen. Die Marionette 1 zum Beispiel hat 3 Stärken, darunter auch Arkanesteine. Das heißt, dass sie gegen dieses Ziel besonders viel Schaden macht. Sieh es dir mal in Aktion an. Schilde bieten Arkanestein zusätzlichen Schutz. Zerstöre zuerst den gegnerischen Schild, um Arkanestein schneller zerstören zu können. Die Kirschbombe ist besonders stark gegen Schilde. Greife nun mit diesen Kirschbomben den gegnerischen Schild an. Dann greif den Schild an. Los. Mach den Schild kaputt. Die Kirschbomber haben den Schild ausgeschaltet. Jetzt kannst du die Arkanesteine schneller zerstören. Handle schnell, nachdem du ein Schild ausgeschaltet hast. Manche Einrichtungen reparieren sich automatisch und werden nach einer gewissen Zeit wieder aktiv. Wenn der gegnerische Schild wieder aktiv wird, schützt er die Arkanesteine und deine Trabanten brauchen länger, um sie zu zerstören. Setze nun deinen Angriff auf Arkane B fort, bis der Kristall ganz zerstört ist. Okay, ich habe Arkanestein B zerstört. Wunderbar. Fahre auf die gleiche Weise fort und zerstöre alle gegnerischen Steine, um den Krabattenkampf zu gewinnen. Okay. Erkläre zu den anderen Einrichtungen, findest du mit dem Hilfetext. Okay. Auf dem Schlachtfeld findest du Einrichtungen, die deine Trabantenarmee schützen. Schilde schützt die Arkanensteine, werden sie zerstört. Allein. Okay. Beenden. Wir haben ungefähr verstanden, wie es funktioniert. Typen von Trabanten. Es gibt 4 Typen von Trabanten, die im bestimmten Kräfteverhältnis zueinander stehen. Jeder Typ kann bei einem bestimmten anderen Typ besonders viel Schaden anrichten. Monster stark gegen Tiere, schwach gegen Puppen. Tiere stark gegen Puppen, schwach gegen Monster. Puppen stark gegen Monster, schwach gegen Tiere. Apparate stark gegen andere Apparate, keine besonderen Schwächen. Okay. Minispiele haben wir auch schon angeschaut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch ganz kurz die Rivalen der Schokobo-Quest machen. Karte. Wo muss ich da hin? Oh Gott, kenne ich das überhaupt schon? Das kenne ich noch gar nicht. Okay, da komme ich da noch nicht hin, weil ich das Gebiet einfach noch nicht kenne. Dann werden wir das Schokobo-Rennen irgendwann noch anders machen. Ich sag auf alle Fälle schon mal danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei der Hauptquest. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.